Gerade ist er der Mann des Jahres geworden. Er hat ein Bambi bekommen, er hat über 2 Millionen Facebook-Freunde und heute ist er bei uns, Elias Mbarek. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Danke, guten Morgen. Also, guten Morgen. Guten Morgen. 2 Millionen Facebook-Freunde und Twitter und Instagram, alles rappelvoll. Gibt es da überhaupt noch Zeit für echte Freunde? Ja, natürlich. Also ich kenne die 2 Millionen da auf Facebook nicht alle persönlich, aber einige. Also es gibt ein paar davon, die sind zum Beispiel immer wieder auf roten Teppichen oder so oder auf irgendwelchen Premieren. Und die kennt man auch schon beim Namen. Aber ansonsten habe ich natürlich auch ein ganz intaktes, Gott sei Dank, ein ganz intaktes Freundschafts- und Familienleben. Und da sind sehr viele Leute, von denen ich den Nach- und den Vornamen kenne. Und wenn Sie nicht irgendwie gerade drehen oder unterwegs sind, wie stellt man sich so einen normalen Tag bei Elias Mbarek vor? Machen Sie viel Sport oder chillen Sie gerne rum oder checken Sie tatsächlich erstmal die ganzen sozialen Welten? Ach, das ist ganz normal. Also so wie bei jedem anderen natürlich. Es kommt darauf an, was ich vorhabe eigentlich. Also momentan mache ich viel Sport, weil wir bald wieder den zweiten Teil von Fucke Goethe drehen und da muss ich wieder ein bisschen in Form sein, also bisschen mehr. Und ansonsten bin ich auch ganz gerne mal eigentlich sehr faul. Also wenn ich nicht arbeiten muss oder so, dann bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich ausschlafen kann. Ausschlafen kann und... Vielen Dank fürs Kommen an dieser Stelle. Danke für die Einladung. Und mache einfach manchmal auch gerne gar nichts. Also Fucke Goethe, Teil 1, war irrsinnig erfolgreich, sprechen wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber. Aber es gibt ja jetzt einen anderen Film, Paddington. Ja. Wie war es dem kleinen Bären, seine Stimme zu verleihen, der kleine chaotische Bär? Ach, das war sehr, sehr angenehm und sehr witzig, weil es ein ganz schöner Film ist. Der Bär ist unglaublich toll animiert. Also ich stand im Studio und war immer total fasziniert davon, wie echt dieser Bär aussieht. Keine Ahnung, wie das technisch möglich ist. Aber ist das schwer, sich dann da so reinzudenken und also dem tatsächlich die Stimme und auch die Emotionen zu verleihen? Nö, also weil die Basis ja so perfekt ist. Es war eher eine Herausforderung, dem Ganzen gerecht zu werden, weil der Film wirklich so gut funktioniert in sich. Da kann man sich total reinsetzen als Schauspieler. Also man sieht eine Szene und dann spricht man da einfach und hofft, dass es sich danach gut anhört. Kannten Sie die Geschichte denn vorher? Ist ja eine Kinderbuchgeschichte. Ich weiß, dass Paddington sehr, sehr berühmt ist, aber ich kannte nur den Namen und wusste, wer Paddington ist, aber ich habe die Bücher als Kind nie gelesen oder, was ich nur in Deutschland sagen darf, weil in England ist der echt Nationalheiligtum. Ich glaube, die würden mich lynchen für diesen Satz gerade. Bis vor ein paar Jahren, ach, ich glaube, das kann man schon verschmerzen. Jetzt kennen Sie es ja und verleihen dem, wie gesagt, diesem chaotischen Bären sogar Ihre Stimme. Gibt es da Parallelen? Sind Sie auch ein bisschen chaotisch? Chaotisch nicht, aber tollpatschig manchmal, so wie er. Ich lasse oft Dinge fallen. Also ich habe schon ungefähr 8 Handys kaputt gemacht oder so. Wirklich, die fallen mal mit mir runter und dann fallen sie exakt auf die Seite, das kennt man wahrscheinlich, mit der Glasfläche oder mit der Displayfläche und sind immer kaputt. Bis vor ein paar Jahren kannten wahrscheinlich Elias Mbarek auch noch nicht ganz so viele Leute. Also mit Türkisch für Anfänger kam der Durchbruch, Fucke Goethe, über 7 Millionen haben den gesehen. Im Moment läuft in den Kinos noch Männerhort. Alles läuft rund und Sie waren nie auf einer Schauspielschule. Wie sind Sie überhaupt für den Film oder auch für Serie entdeckt worden? Ich glaube, wenn ich auf einer Schauspielschule gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Weil dann wäre ich erst mal bis 25 oder so auf irgendeiner Schule gewesen, hätte... Wahrscheinlich Hamlet jetzt gegeben, irgendwo auf so einer vermutlich, Theaterbühne oder so. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Aber das geht vielen so. Also viele Kollegen in meiner Generation zumindest, die gerade im Filmbereich unterwegs sind, haben nie eine Schule besucht. Das ist, weil man dann meistens halt auch beim Theater landet. Was schon auffällig ist hier heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin, dass die Stimmung schon ein bisschen knistrig ist. Das liegt vor allen Dingen auch an den jüngeren Zuschauern hier bei uns im ZDF-Morgenmagazin, die sich alle schon möglichen Fragen hier überlegt haben. Und Elias, eine Frage an Sie. Gibt es hier von einer jüngeren Dame? Vielleicht können Sie sich mal ganz kurz vorstellen. Wie heißen Sie, wo kommen Sie her? Ich heiße Claire und ich komme aus Gütersloh. Hallo Claire. Was würden Sie den Elias gerne fragen? Ich wollte fragen, wie viele Tage du im Jahr überhaupt so zu Hause bist. Also reist du die ganze Zeit oder... Verbringst du überhaupt noch viel Zeit mit deiner Familie? Nö, ich bin sehr viel zu Hause. Also dann bin ich zu Hause mit meinen 18 Kindern und weil du gerade die Familie angesprochen hast. Ich glaube, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte vom Jahr. Also ich achte auch immer drauf, dass ich irgendwie auf jeden Fall mal Zeiten habe, die für mich bestimmt sind und wo ich zu Hause bin. Also liebe Leute, werdet alle Schauspieler und Schauspielerinnen, hat man offensichtlich ein sehr entspanntes Dasein. Da müsst ihr aber ganz oft ins Frühstücksfernsehen gehen. Also aufstehen müsst ihr trotzdem. Um 15:45.
Mach ich sehr gern. Jetzt sagen einige, ach, das ist nicht so der allerdollste Schauspieler, der hat es nur geschafft, weil er so unfassbar gut aussieht. Und in diese Richtung geht die Frage von Marian Solbach, Facebook. Lieber Elias, findest du es nicht ätzend, immer nur auf dein Aussehen reduziert zu werden? Weiß ich gar nicht. Ich bekomme das gar nicht so mit, ehrlich gesagt. Also ich nehme es auch nicht so ernst. Reicht schon. Ja. Dann habe ich hier noch eine andere Frage. Irgendwas war mit der U-Bahn. Du kannst gar nicht mehr U-Bahn fahren, weil stürmen dann alle auf dich zu? Oder bist du schwarz gefahren oder was ist los? Nee, ich habe da mal so einen Spaß gemacht, weil ich meinte, bei irgendeiner Preisverleihung meinte ich, ich kann jetzt nicht mehr U-Bahn fahren. Das ist sozusagen das einzige Manko, weil ich immer leidenschaftlicher U-Bahn-Fahrer war. Ich kann natürlich U-Bahn fahren. Allerdings dauert es länger. Ich muss halt dann sehr viele Selfies machen und Autogramme geben. Und deswegen fahre ich jetzt mittlerweile meistens Fahrrad. Wir haben gerade deine Karriere schon gesehen, ihre Entschuldigung, das geht wirklich steil bergauf. In Amerika gibt es ein Blatt, die haben gesagt, one of the Germans hottest actors. Was ist mit Amerika? Mal Lust, auch drüben was zu drehen? Nee, momentan nicht, ne. Also mir geht es ja sehr gut hier, wie man sehen kann. Ja, jetzt muss ich eine Frage stellen, sonst erschließen mich meine Nichten zu Hause. Gibt es eine Freundin? Im Privatleben spreche ich immer sehr wenig drüber. Ich vergesse es auch immer ganz schnell. Also. Ich wollte keinen Stress zu Hause bekommen. Jetzt haben wir noch ganz schnell so ein Satzergänzungs-Super-Interview. Ja, das liebe ich. Ja, dachte ich mir. Meine Eltern sind für mich? Die wichtigsten. Fuck you, Goethe 2 wird? Ganz schlecht, damit die Erwartungen nicht so hoch sind. Erfolg bedeutet mir? Nicht alles. Ich würde gerne mal? Auf den Mond. Ehrlich? Nee. Wie viel war jetzt gelogen von diesem Interview? Ja die letzte Antwort. Eine Frechheit. Die Rolle des Winnetou ist für mich? Völlig uninteressant. Wenn ich 3 Monate frei hätte, jetzt sagen Sie nicht, Sie wollen auf den Mond? Wenn ich 3 Monate frei hätte, wäre mir wahrscheinlich irgendwann sehr langweilig. Preise bedeuten mir? Auch nicht alles. Produzent und Regie? Zuschauer sind wichtig. Produzent und Regie interessiert mich? Momentan nicht. Ich bin sehr ausgefüllt. Bei einer Frau gucke ich zuerst? Auf das Herz. Und zu Weihnachten wünsche ich mir? Einen schönen Abend mit meinen Liebsten. Okay, jetzt wünschen wir Ihnen erstmal viel Erfolg mit Paddington ab dem 4. Dezember in den Kinos. Und das war Elias Mbarek. Vielen Dank fürs frühe Aufstehen. Danke. Sehr gerne. Immer wieder gern. Sehr gerne.